Hallo liebe Schmetterlingsfreunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den großen Fuchs, ein Überwinterer unter den Schmetterlingen. Er überwintert als fertiger Schmetterling. Jetzt ist der 20. Februar und die Temperaturen sind auf 15 bis 20 Grad gestiegen. Im Hintergrund sehen wir eine sonnig stehende Saalweide. Das ist der Eiablagebaum für den großen Fuchs. Und mit etwas Glück werden wir heute auch noch einen großen Fuchs hier antreffen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hier sehen wir ein weiteres schönes Exemplar einer vollsonnig stehenden Saalweide und die Möglichkeit, dass hier der große Fuchs in den nächsten Wochen die Eier ablegt, ist denkbar groß. Die Saalweide. Die Saalweide befindet sich hier auf einer sehr großen, sehr weiträumigen Lichtung mitten im Wald und steht vollsonnig. Und wenige Meter daneben befindet sich eine weitere mächtige Saalweide. Auch deren Äste sind vollsonnig beschienen, sind also für die Eiablage, für den großen Fuchs, möglicherweise von großer Bedeutung. Daneben steht eine Zitterpappel, die für die Eiablage durchaus auch in Frage käme. Ein paar Meter neben der Saalweide und der Zitterpappel befindet sich diese prächtige, schöne Wildkirsche. Auch die Wildkirsche dient dem großen Fuchs als Eiablagebaum. Somit befinden sich hier im Biotop drei potenzielle Eiablagebäume für den großen Fuchs. Die Saalweide, die Zitterpappel und die Wildkirsche. Auch diese Wildkirsche steht vollsonnig und wird den Ansprüchen des großen Fuchses durchaus gerecht. Thank you.
weiter auf der Suche nach dem großen Fuchs. Und im Moment lassen sich hier hauptsächlich Zitronenfalter finden. Es lässt sich ein Admiral finden. Und ich konnte auch einen Seefalter entdecken. Beim Admiral ist es sehr erstaunlich, denn ja, der Winter ist normalerweise die Jahreszeit, in der er nicht hier verweilt. Aber die letzten Winter waren alle relativ mild. Auch dieser Winter ist ein Mildwinter. Und das veranlasst den Admiral nicht in das Mittelmeergebiet zurückzufliegen, sondern er bleibt jetzt hier. Er hat sich also den klimatischen neuen Bedingungen angepasst und überwintert hier als fertiger Falter. Es ist jetzt etwa 2 Uhr und ich denke, jetzt zu den nächsten Nachmittagsstunden sollte der große Fuchs hier auch auftauchen. Ich bin gespannt.
An dieser Stelle endet nun mein Filmbeitrag zum Thema Der große Fuchs im Frühling. Und ich möchte noch eine Kleinigkeit anmerken. Noch nie habe ich den großen Fuchs so früh im Frühjahr fliegen gesehen wie dieses Jahr. Es ist jetzt der 22. Februar und heute war es unverhältnismäßig warm. Es waren Temperaturen von um die 20 Grad. Und das hat natürlich den großen Fuchs aus seinem Überwinterungsquartier herausgelockt. Neben großen Fuchs konnte ich das Taghornauge sehen, auch noch den Admiral, dem natürlich diese milden Winter natürlich auch entgegenkommen. Viele, viele Zitronenfalter, einige Zehfalter. Es war also das gesamte Spektrum der Falter, die hier bei uns als fertiger Schmetterling überwintern, anwesend. Und so früh wie dieses Jahr habe ich das noch nie erlebt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!